Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Euro 2016 Panini Sammel Wahnsinns, muss man ja mittlerweile wirklich so sagen. Erstmal cool, dass so viele beim Gewinnspiel letzte Woche mitgemacht haben. Jetzt ist Einsendeschluss mit der Veröffentlichung dieses Videos. Die Gewinner werden benachteiligt. Benachteiligt wäre aber auch mal ganz interessant. Ja, wie dem auch sei, heute haben wir wieder einige Sticker zum Einkleben und wir fangen in Rumänien an. Beim Herrn Hoban ist ein absoluter Leistungsträger, wurde 2013 unter anderem rumänischer Pokalsieger, gehört absolut zum Stammpersonal. Dann haben wir Elsaid Hisai, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist relativ jung, obwohl er auf dem Bild sehr, sehr alt aussieht. Ein Rechtsverteidiger und der FC Bayern soll an ihm angeblich dran sein, aber eine offizielle Anfrage hat es hier noch nicht gegeben. Andy Lila begann logischerweise in Albanien seine Karriere. Als 16-Jähriger stand er da zum ersten Mal für ein Profiteam auf dem Platz und das ist ja schon mal eine ganz schöne Aussage. Dann in England haben wir Phil Jones, der Nachfolger von Rio Ferdinand, so das sagen zumindest viele englische Medien. Wayne Rooney, der absolute Star des Teams, sagt zumindest das Panini-Sammelheft. Ich sag da was anderes, denn ich schätze, dass er bei der Euro wirklich nur auf der Bank sitzen wird. Also einer der Leistungsträger wird er da wahrscheinlich nicht sein. Hier haben wir Vasili Berezutski. Ja, ihr merkt schon, die osteuropäischen Namen sind genau meins. Ja, ein russischer Koloss ist nicht unbedingt schnell dafür, aber ja, räumt er gerne mal seine Gegner ab. Gehen wir nach Wales, da kann ich die Namen auch aussprechen. Ashley Richards ist das nämlich, auch Jazz genannt. Der ist relativ frisch in der Nationalmannschaft, bin mal gespannt, wie er sich bei der Europameisterschaft dann schlägt. Hier noch den absoluten Star des Teams, Gareth Bale. Der darf natürlich nicht fehlen und cool, dass wir ihn jetzt so früh in dieser Serie auch gezogen haben. Spielt bei Real Madrid, da heißt es ja, oh, er ist ein Fehlankauf, bla bla bla. Dann hier der Leistungsträger der Slowakei, Marek Hamsikhammer. Und dann gehen wir gleich mal weiter. Dort ist nämlich Stanislav Sestak, den wir gerade einkleben. Der spielte von 2007 bis 2011 beim VfL Bochum, dann später, glaube ich, nochmal 2014. Also den sollten wir kennen. Thomas Müller haben wir doppelt, genauso wie Mike Ribus. Den hat man auch noch doppelt und deshalb gehen wir direkt mal nach Tschechien und haben da Plasil, ein sehr erfahrener Mann. Den solltet ihr auch kennen, der ist ja schon viele, viele Jahre in der Nationalmannschaft. In der Türkei ein junger Mann, Emre Tastemir von Buraspor. Und dann hier bei Kroatien, wen haben wir da? Mateo Kovacic von Real Madrid. Ja, erst seit dem Sommer bei den Königlichen. Italien, es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Marco Verratti von Paris Saint-Germain, ein schneller, quirliger Spieler. Den sollte man sich auf jeden Fall kaufen, wenn man viel FIFA spielt. Da entwickelt er sich nämlich ziemlich geil. Dann haben wir noch Antonio Candreva von Lazio Rom. Und bei Schweden haben wir Erkan Zengin, ein schwedischer Name. Ihr merkt, Erkan, der Schwede. Keine Ahnung warum, aber ich denke mal, ist egal, da reite ich mich jetzt nur irgendwo rein. Markus Berghammer hier auch noch, der hat früher für den Hamburger SV gespielt. Jetzt mittlerweile deutlich erfolgreicher als zu diesem Zeitpunkt. Portugal, ja, ich schaue mir im Moment die Dokumentation von Cristiano Ronaldo an und da haben sie auch nochmal über die WM gesprochen, wo ja Portugal in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Dann haben wir hier Danilo Pereira vom FC Porto, steht hier angeblich auf der Wunschliste des FC Arsenal. Dann Nani, ja, mittlerweile spielt er bei Fenerbahce, ist irgendwie unter Ferner Liefen, also von dem bekommt man gar nichts mehr mit. Dann haben wir noch zwei Spieler, Ricardo Carvalho vom AS Monaco, früher bei Real Madrid, jetzt lässt er so mehr oder weniger seine Karriere ausklingen. Und dann haben wir noch Pepe von Real Madrid, nicht unbedingt beliebt, haut mal gerne über die Stränge, spuckt gerne mal die Gegner an, relativ unsportlich, aber das war überhaupt keine Wertung. Dann haben wir hier noch bei Island Gylfi Sigurdsson von Swansea. Er spielte auch mal bei 1899 Hoffenheim. Sein bester Moment, 28 Sekunden nach seiner Einwechslung gegen Kaiserslautern, erzielte er ein Tor. Und zu guter Letzt haben wir noch Elmar Bjarnason. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Passt perfekt ins Team, aber über ihn findet man im Internet nicht wirklich was. War ein erfolgreiches Einkleben, nur zwei doppelte Thomas Müller und den Herrn Ribus aus Polen. Von daher werden wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch was, hauen Sie rein und ciao!